Es geht nicht darum, dass du das nun nie mehr isst. Also ich esse sicher auch weiter mal Schokolade. Aber dass du wieder wählen kannst, was dir gut tut, anstatt dich eben so ausgeliefert zu fühlen. Herzlich willkommen bei Ein gutes Gefühl, dem Podcast von Sinnsucher.de. Jeden Monat tauchen wir ein in ein Lebensthema, das wir gemeinsam in 4 Folgen ergründen. Im Gespräch mit erfahrenen Expertinnen und Experten, praktischen Übungen, wissenschaftlich fundiert und natürlich mit euren Fragen. Setzt die Segel für dein erfülltes Leben. Herzlich willkommen und hallo an euch. Ich bin Ulrike Scheuermann und diesmal geht es in der 4. Folge unseres Podcast-Monats noch einmal darum, wonach wir wirklich hungern und wie Magen und Seele dauerhaft satt werden können. Es geht um emotionales Essen. Und wir hatten dafür 2-mal die Ernährungsberaterin und Expertin für emotionales Essen, die Uta Bammel, zu Gast. Und ich werde mit dir diesmal ganz pragmatisch eine komplette Übung aus der energetischen Psychologie durchgehen, die dir eben auf energetischer Ebene auch helfen kann, sogar Essensgewohnheiten, die du vielleicht schon ein Leben lang praktizierst, zu entspannen. Erlerntes Essverhalten ist ja ein enorm wichtiges Thema und Uta Bammel hat auch gleich zu Beginn in der ersten Folge davon erzählt, wie gleich nach der Geburt das erste Trinken des Neugeborenen mit dieser emotionalen Zuwendung und körperlichen Nähe der Bezugsperson verknüpft ist, also mit der Mutter. Und danach kommen dann eben viele weitere Erfahrungen dazu, mit denen wir lernen, dass Essen eben zum Beispiel oft dazu da ist, eine Angst, Aufregung oder einen Stress zu beruhigen oder auch andere Gefühle nicht zu fühlen. So werden wir ja auch oft getröstet, indem Süßigkeiten gegeben werden. Oder wir lernen, dass sich etwas Gutes zu tun dann eben oft bedeutet, es gibt eine Süßigkeit oder Erdnussflips statt wirklich gutem Essen im Sinne von gesund und nahrhaft. Wir lernen auch, dass Essen von den Eltern oder von anderen Bezugspersonen als Ersatzbefriedigung hergehalten hat. Wir erleben es mit, wir beobachten es. Und dann ist vielleicht auch keine Zeit oder Möglichkeit gewesen, auf das Kind einzugehen oder mit ihm Zeit zu verbringen. Und dann gibt's eben stattdessen die Tüte Gummibärchen. All das ist dann schnell erlernt. Vieles davon eben in der Kindheit, in den ersten 5, 6 Lebensjahren ist vieles von dem, was wir erfahren und erleben, besonders eingeprägt. Und dann wird es oft das ganze Leben lang durchgehalten. Ich musste zum Beispiel, das muss ich jetzt mal erzählen, ich musste als Kind immer aufessen. Ja, das hatte auch mit dem zu tun, wie meine Eltern den Krieg und die Hungerzeit erlebt haben. Und auch dann jetzt heute, wenn mein Sohn irgendwas übrig gelassen hat von seinem Essen oder auch nach Seminaren, wenn sie hier in Berlin in meinen Räumen stattfinden mit meinen Teilnehmenden, dann habe ich immer ziemlich viel aufgegessen von dem, was von der Pausenverpflegung noch übrig war. Und manche Teilnehmergruppen essen leider unerwartet wenig. Und das wurde dann irgendwann auch richtig belastend. Und ich habe mich auf Ursachensuche begeben. Und da kam ich eben schnell darauf, dass wir als Kinder früher alles aufessen mussten, was auf den Tisch kam. Und das kennen ja auch ganz viele aus meiner Generation, deren Eltern eben noch den Krieg und die Nachkriegsjahre mit Hunger und Verzicht erlebt haben. Und meine Eltern haben als Kinder auch sehr gehungert. Und meine Schwester und ich waren als Kinder außerdem dann sehr dünn. Und wir mussten also aufessen, auch wenn wir schon satt waren. Und genau dieses Muster habe ich 1:1 eigentlich später weitergeführt. Und auf der Verhaltensebene habe ich es so gelöst, ich verlasse eigentlich immer fast sofort meine Räume nach einem Seminar oder meine Mitarbeiterin ist noch da und sie macht es und ich mache erstmal was ganz anderes, anstatt noch eine Stunde mit Nacharbeiten beschäftigt zu sein und dabei eben immer weiter aufzuräumen, indem ich esse. Und ja, ich muss tatsächlich sagen, eine Zeit lang hat meine Mitarbeiterin gleich am Schluss die Lebensmittel sogar weggeschlossen mit einem Zahlenschloss in eine große Kiste. Also das brauche ich jetzt nicht mehr, aber eine Zeit lang war das so und das war auch etwas, was ein Stück weit dann ich in dieser Zeit eingeübt habe nach einer Weile. Das stammt ja nicht alles von früher. Ja, und diese Verhaltensebene ist eine Möglichkeit, wie man eine neue Gewohnheit aufbauen kann, eben durch Wegschließen, Räume verlassen oder irgendeinen anderen Stopper einbauen oder einfach
eben dadurch, dass es das Essensangebot nicht gibt, was man vermeiden will. Und jetzt würde ich ja eben gerne mit euch eine Übung durchgehen. Mit dieser Übung, die ist dazu da, um Heißhunger zu lösen oder zu entspannen. Und du kannst dadurch dein Verlangen nach Süßem oder auch Salzigem oder anderen Nahrungsmitteln, die süchtig machen und die dir nicht gut tun, entspannen und lindern. Und es geht dabei nicht darum, dass du das nun nie mehr isst. Also ich esse sicher auch weiter auch mal Schokolade. Aber dass du wieder wählen kannst, was dir gut tut, anstatt dich eben so ausgeliefert zu fühlen an dieses Essen oder an diesen Jeeper und an das überzogene oder zu starke, suchtartige Essverhalten. Und wir nutzen dafür eine Technik, Emotional Freedom Technik, kurz EFT, ist recht bekannt. Man klopft dabei. Das ist ein Vorgehen im Kontext der energetischen Psychologie, eine Methode zur Linderung und Behandlung von Stress, allgemein auch zu psychischen Problemen und körperlichen Beschwerden. Und man stimuliert dabei Akupressurpunkte am Kopf und am Oberkörper, indem man mit zusammengelegten Fingerspitzen, Zeige- und Mittelfinger, klopft. Und welcher Seite man klopft, ist bei diesen Klopfpunkten egal. Also du kannst es mit einer Hand einfach machen in der Regel. Dadurch soll der Energiefluss im Körper harmonisiert werden und das Nerven- und das Energiesystem wird entspannt. Und du findest dazu im Netz ganz viele nähere Informationen. Deswegen halte ich mich jetzt hier damit auch kurz. Und ich habe mich bei der Übung von Nick und Jessica Ortner inspirieren lassen, die dazu, allerdings auf Englisch, gute, fundierte Videos, Bücher und auch eine sehr beliebte App veröffentlicht haben. Und ich habe natürlich auch zuerst mit mir, dann auch mit meinen Teilnehmenden und Klientinnen ausprobiert. Und es scheint eine starke, positive und entspannende Wirkung dabei zu geben. Und ich bin ja immer erstmal skeptisch und arbeite sonst vor allem mit anderen verwandten Methoden, also auch energiepsychologischen Methoden. Und ich kann sagen, dass es wohl sehr gut funktioniert, eben auch jenseits von Placebo-Effekten. Und eben für diesen Zweck finde ich es irgendwie jetzt besonders gut auch geeignet. Und ja, ich bin ja sehr schokoladeorientiert und esse jetzt nach einigen Durchgängen mit dieser Technik, die wir gleich nutzen, wirklich sehr gemäßigt und nicht mehr mit diesem Jeeper, den ich davor eine Weile hatte. Wir klopfen während der Übung sanft an verschiedenen Akupressurpunkten am Kopf und am Oberkörper, jeweils mit den zusammengelegten Fingerspitzen, Zeige- und Mittelfinger. Ja, und ich sage die Punkte jeweils vorher an, die du gleich klopfst, und dann folgen einer oder mehrere Sätze, die du einfach während des Klopfens nachsprichst. Und für Nahrungsmittel, klar, das Wort kommt vor, da kannst du auch einfach das einsetzen, was bei dir das Verlangen auslöst, ganz konkret, also Zucker, Schokolade, Chips oder was auch immer du eben weniger essen willst. Und bleib während der Übung entspannt und innerlich zurückgelehnt. Du musst und sollst währenddessen gar nichts aktiv mit dem Verstand tun. Und damit beginnen wir. Denke jetzt einmal an etwas, was bei dir Heißhunger auslöst. Wonach hast du jetzt gerade so ein süchtiges Verlangen? Und stell dir vor, wie das aussieht. Wie sieht die Schokolade aus in der Packung und wenn du sie ausgepackt hast? Wie riecht das? Wie schmeckt es? Welches Geräusch hörst du dazu, wenn du zum Beispiel die Packung öffnest oder wenn du es kaust? Wie fühlt es sich an, wenn du danach greifst mit den Händen? Und schätze jetzt mal auf einer Skala von 0 bis 10 ein, wie stark ist dein Verlangen danach im Moment? Und nimm die erste Zahl, die dir in den Sinn kommt, ohne sie zu zerdenken. 0 wäre gar kein Verlangen und 10 wäre maximales Verlangen. Ja, und jetzt atme einmal tief ein und aus. Und wir fokussieren jetzt zuerst auf das Verlangen, um dort die Intensität zu verringern. Und dann gehen wir weiter zum Lösen dieses Verlangens.
Und jetzt klopfe mal erst mit den beiden zusammengelegten Fingerspitzen an der anderen Hand seitlich, also an der Außenseite der Handfläche. Das ist die Handkante, mit der man beim Karate zuschlägt. Also du klopfst ganz sanft da diese Handkante, so ungefähr in der Mitte, und sprich mal dabei den folgenden Satz nach. Die Sätze. Obwohl ich dieses Verlangen habe, akzeptiere ich mich und wie ich dabei fühle. Obwohl ein Teil von mir glaubt, dass ich dieses Nahrungsmittel brauche, um mich gut zu fühlen, würdige ich, wie ich fühle, und ich bin offen dafür, mich jetzt gut zu fühlen. Obwohl ich dieses Verlangen habe, entscheide ich mich dafür, meinen Geist und Körper zu entspannen. Und klopfe nun mit den Fingern den inneren Bereich deiner Augenbraue nahe der Nasenwurzel und sage dazu den folgenden Satz: Ich brauche dieses Nahrungsmittel. Jetzt seitlich am Auge, auf dem knöchernen Rand des Auges, dieses Verlangen nach dem Nahrungsmittel. Mittig unter dem Auge, auf dem Jochbein, dieser Druck in meinem Körper, unter der Nase, auf der Mitte zwischen Nase und Mund, ich will das jetzt einfach. Unter dem Mund, in der Vertiefung zwischen Mund und Kinn, ich habe gegen dieses Verlangen angekämpft. Unter dem Schlüsselbein am inneren Ende, knapp unterhalb der Verbindung von Schlüsselbein und Brustbein, und es ist so anstrengend. Unter dem Arm, unter der Achselhöhle, seitlich am Brustkorb, auf Höhe der Brustwarze so ungefähr. Und es ist schwer, dem zu widerstehen. Auf dem Kopf, am höchsten Punkt des Kopfes. Aber ich bin offen für einen neuen Denkweg. Augenbrauen. Ich brauche dieses Verlangen nicht mehr zu bekämpfen. Seitlich, neben dem Auge, ich fühle mich ruhig in meinem Körper. Unter dem Auge, ich erkenne, dass ich das Nahrungsmittel haben kann. Unter der Nase, oder es nicht haben kann. Unter dem Mund, ich habe die Kontrolle. Unter den Schlüsselbeinen, dieses Nahrungsmittel tut mir nicht gut. Unter einer der Achselhöhlen, ich wähle, mich jetzt gut zu fühlen. Auf dem Kopf, ich habe die Kontrolle. Augenbrauen, ich lasse dieses Verlangen los. Neben dem Auge, und ich verbinde mich mit meinem Körper. Unter dem Auge, ich beginne zu erkennen, was mein wirkliches Verlangen ist. Unter der Nase, vielleicht sehne ich mich nach Entspannung. Unter dem Mund, vielleicht sehne ich mich nach Genuss. Unter dem Schlüsselbein, vielleicht sehne ich mich nach Geborgenheit. Unter der Achselhöhle oder nach Aufregung in meinem Leben. Auf dem Kopf, ich brauche dieses Nahrungsmittel nicht, um all das zu fühlen. Augenbrauen,
Augenbraue. Ich kann diese guten Gefühle jetzt fühlen. Neben dem Auge. Ich finde gesunde Wege, um diese Bedürfnisse zu akzeptieren und zu würdigen. Unter dem Auge. Ich würdige meinen Körper. Unter der Nase. Wenn ich Nahrung esse, die meine Gesundheit fördert. Unter dem Mund, während ich mich ruhig und sicher fühle. Unter dem Schlüsselbein, es ist leicht, das Beste für mich zu fühlen. Unter der Achselhöhle, ich lasse dieses Verlangen los. Auf dem Kopf, ich bin ruhig und habe die Kontrolle. Nimm jetzt einen tiefen Atemzug. Und während du wieder ausatmest, verbinde dich mit deinem Körper und dem, wie du fühlst. Wie stark ist jetzt dein Verlangen auf der Skala 0 bis 10? 0 gar nicht, 10 maximal. Jede Bewegung auf der Skala nach unten ist gut. Und wenn die Stärke immer noch etwas höher ist, als du möchtest, dann wiederhole die Übung jetzt oder vielleicht auch später. Und du kannst auch deine eigenen Gedanken und Gefühle einsetzen. Sicherlich hat sich dein Nervensystem beruhigt und beobachte mal im Alltag, wie du dein Essverhalten wieder mehr kontrollieren kannst. Und dann lass das jetzt einfach weiter wirken. Trinke Wasser, wenn es geht, am besten jetzt gleich und dann auch über den Tag verteilt. Und wenn du dich ausruhen oder schlafen willst, vielleicht ein kleines Kurzschläfchen machen möchtest, gerne. Du hast vielleicht bemerkt, dass du in Wirklichkeit noch etwas anderes brauchst, so wie wir mit Uta Bammel in diesem Podcast-Monat auch schon viel darüber gesprochen haben. Vielleicht eine Pause, eine Entspannung, eine Belohnung oder du brauchst oder wünschst dir eigentlich Geborgenheit, Verbundenheit oder Kontakt mit einer anderen Person. Und finde mit der Zeit, auch mit Hilfe dieser Übung, gerne nochmal auch wiederholt, immer mehr Wege, um diese Bedürfnisse nicht mehr mit Essen zu überdecken, sondern ihnen direkt nachzugehen und sie eben dadurch auch zu würdigen. So wie wir in diesem Monat im Podcast darüber gesprochen haben. Und ich bin super gespannt, was du damit für Erfahrungen machst. Gerne auch mit Feedback an mich und an uns über Sinnsucher. Und ich wünsche dir natürlich viel Erfolg damit. Und damit danke ich dir von Herzen für dein Dabeisein und, falls du mitgemacht hast, auch fürs Mitgehen bei der Übung. Und das war die vierte Folge in unserem Podcast Ein gutes Gefühl zum Thema emotionales Essen, wonach wir wirklich hungern und wie dein Magen und deine Seele nachhaltig satt werden. Wir haben in zwei Folgen gesprochen mit der Expertin für das Thema Seelenhunger, Uta Bammel. Alle Infos zum Podcast, zu Uta und zu den bisherigen Folgen findet ihr wie immer unter sinnsucher.de/podcast. Und dort findet ihr auch in ihren, also Uta Bammels Sinnsucherkurs zum selben Thema, mit dem ihr nochmal vertiefen könnt und ein für euch stimmiges Essverhalten und auch mehr Lebensfreude und natürlich Gesundheit entwickeln könnt. Im nächsten Podcast-Monat widmen wir uns dann wieder vertieft einem Thema und es geht diesmal um die Liebe. Und zwar in einer Partnerschaft. Wie wir eine Liebesbeziehung lebendig und liebevoll erhalten, wie wir sie pflegen, vertiefen und verschönern und wie wir sie überhaupt finden. Und wer kommt dazu in unserem Podcast? Die renommierte Paartherapeutin und Autorin Dr. Sharon Brehm. Und in diesem neuen Podcast-Monat werden wir ein abgeändertes Konzept ausprobieren. Ihr hört dann zwei Folgen pro Monat und wir werden in beiden Folgen Fragen von euch mit beantworten, also nicht mehr diese strenge Aufteilung, Thema einführen
und in der anderen Folge nur Fragen beantworten. Und auch dazu, zu dieser Veränderung, sind wir wie immer gespannt auf euer Feedback und eure Ideen und Vorschläge für diesen Podcast. Und schreibt uns einfach über den Kontakt in den Shownotes oder auf Instagram oder Facebook. Ich freue mich auf jeden Fall sehr, wenn wir uns wieder hören. Diesmal zum Thema Liebe mit Dr. Sharon Brehm. Bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und viele gute Gefühle.